weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. So heißt es schon in der FC Bayern Hymne und so ist es auch an diesem Abend nach dem Pokalfinale in Berlin. Die Mannschaft hat es leider verpasst, Jupp Heynckes zum Abschied nochmal den DFB-Pokal zu schenken. Ich möchte nicht das Spiel heute Abend schönreden. Ich glaube, wir wissen selber, dass wir heute Abend nicht die Leistung gebracht haben, die man von uns erwartet hat. Man hat von uns erwartet, dass wir Jupp zum Abschied dieses Double schenken. Es war das letzte Spiel heute Abend von Jupp. Er geht jetzt in den mehr als verdienten Ruhestand nach Schwalmtalen nächste Woche. Und ich glaube, dem FC Bayern steht es sehr gut zu Gesicht, Danke zu sagen. Genieße die Zeit. Du hast dir Großartiges geleistet bei Bayern München und dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Vielen Dank dafür. Danke. So bleibt eben trotz der bitteren Niederlage an diesem Abend das Fazit einer unvergleichbaren Laufbahn im Fußball, eines unvergleichbaren Mannes. Natürlich sind wir alle enttäuscht, meine Spieler genauso wie mein Trainerteam und das Funktionsteam. Aber es ist in einem Sportlerleben, erringt man Siege, man muss mit Niederlagen versuchen zu leben und das können wir auch. Und ich möchte mich bei Ihnen wirklich herzlich bedanken für den Applaus, aber den möchte ich mit meinen Spielern teilen, weil die Jungs haben über das ganze Jahr überragend gearbeitet. Vielen Dank und schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Der FC Bayern sagt: Danke, Jupp.